willkommen zu einem weiteren Part. Coppercraft. Aber bevor wir jetzt Coppercraften, beziehungsweise bevor wir jetzt mit dem heutigen ruhigen Völkchen weitermachen, beziehungsweise anfangen, gehen wir kurz pennen, was wir gerade getan haben. Und dann, ja, heute könnt ihr euch mal zurücklehnen. Keine Ahnung, Hausaufgaben machen oder irgendwas anderes. Vielleicht nebenbei zocken. Denn das wird heute eine Buddelfolge. Heißt, die müsst ihr euch nicht geben, könnt ihr aber. Au. Oder ihr lasst einfach. Aber ich denke mal, ihr werdet irgendwas davon machen, weil ich meine, seid mal ehrlich, wir haben Heiligabend. Diese Folge kommt zwar mittags raus, aber hey. Es ist verdammt nochmal Heiligabend. Also, na, feiert schon Weihnachten. Ho, ho. Weihnachten. Wie war das nochmal? Advent, Advent. Der ist vorbei, aber der Creeper brennt. Oder irgend sowas. Wir gehen einfach hier runter in die Mine und buddeln. Ich meine, was anderes habe ich gerade eh nicht zu tun, deshalb. Ich brauche die Erze jetzt nicht wirklich, aber. Ja. Ist auch keine Lückenfillerfolge, aber ich möchte mal was Ruhiges. In dem Fall würde ich ganz gerne tatsächlich jetzt einfach mal ein bisschen buddeln gehen. Die Frage ist nur, bis wohin habe ich denn gebuddelt? Bis hier. Eins, zwei. Dann buddel ich hier weiter. Diorit. Buddeln wir uns. Na nun, ich habe mich hier schon entlang gebuddelt. Stopp. Ist das zufällig ein Gang nach oben? Ja, ist es. Okay. Dann buddeln wir mal weiter. Hier haben wir Deep State. Und auch mega viele Zombies, was mich jetzt gerade nicht wirklich juckt, aber. Na dann, dann buddel ich mich hier mal schön weiter. Einfach weiter buddeln. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich meine, ihr habt ein Lied gehört und dann kriegt ihr es einfach nicht aus dem Kopf. Das ist, ach, das ist furchtbar. Auch wenn das Lied nice ist. Das ist schon manchmal recht störend, wenn man was sagen will, nachdenkt, und dann kriegt man einfach nur diesen Text von dem Lied, das man gerade als Ohrwurm im Kopf hat, in den Kopf, aber nicht das, was man sagen wollte. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt haben will. Eigentlich nicht wirklich. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Ich kann es ja wegschmeißen. Oder es abfackeln. Oder sonst was damit machen. Deep State hingegen nehme ich ganz gerne mit. Weil Deep State immer gut. Deep State gut. Erze brauchen wir jetzt auf unserem aktuellen. Ne, ich lasse es in der Wand. Hab ja eine Goldfarm. Kohle brauche ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Granit, mehr weiß ich nicht. Brauche ich das? Eigentlich nicht, nee. Tiefenschiefer. Moment, wenn hier Tiefenschiefer ist, ist hier irgendwo eine Geode wahrscheinlich. Oder ich buddel mich gerade an meiner Geode vorbei oder so. I don't know, ich buddel mich jetzt hier so lange weiter, bis mich entweder ein Zombie, ein Creeper, ein Skelett oder sonst irgendwas nervt. Oder ich irgendwas wie Redstone zum Beispiel gefunden habe, denn Redstone kann man nicht farmen. Diamanten! Oh, und Redstone. Hätte ich gesagt. Ja, moin. Diorit, tust du mir einen Gefallen und verschwindest du einfach? Ja? Nein? Okay. Hier nehme ich jetzt Kobbel. Hier auch. So, Erzis.
Da haben wir 9 Dias. Nice. Können wir uns 3 Picken von machen. Wenn wir wollten. Gut, dass ich meine Glückspicke mitgenommen habe. Und hoffentlich stört uns hier nicht dieses eklige Ding namens Earth, aka Dirt, aka Dreck. Denn das ist ultra nervig und... Habe ich schon erwähnt, dass es nervig ist? Naja, egal. Aber viel werden wir in dieser Folge eigentlich nicht machen, nur buddeln. Buddel-Buddel-Buddel-Folge. Aber immerhin haben wir Dias gefunden, gut und Gold, aber Gold brauche ich nicht farmen. Kann ich einfach in den Nether gehen, ich habe einfach noch Gold farmen. Ich nehme nur das mit, was auf dem Weg ist und was ich eventuell gebrauchen. Hallo, Lavahöhle. Das trifft sich gut. Ich möchte nämlich einige Items wegschmeißen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Kohle brauche ich nicht. Bruchstein kann ich gebrauchen. Braucht man Bruchstein? Also Bruchstein braucht man immer. Was haben wir hier? Tiefenschiefer brauche ich nicht. Bruchstein. Ah, hier, das Zeug brauche ich auch nicht. Das Eisen brauche ich auch nicht. Ich weiß, normalerweise soll man kein Eisen wegschmeißen. Ich schmeiße es trotzdem weg. Und warum? Weil ich es kann. Und warum kann ich das? Weil ich bin. Zack, 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 zack. Das wär's dann. Stopp, wir brauchen noch... Nein, keine Lava. Ich will ja keine Lava über Lava kippen. Ich möchte Obsidian draus machen. Braves Obsidian. Was haben wir hier? Hier haben wir Rotstein, aka Redstone. Aka Obsidian. Und nein, hier ist nicht ausgeleuchtet. Ich und ihr seht hier nur etwas, weil meine Wenigkeit den Gamma hochgedreht hat. Ich sollte hier aber vielleicht doch mal ausleuchten. Nur habe ich dazu jetzt tatsächlich null Bock. Deswegen mache ich das, wenn überhaupt, off-cam. Aber das Redstone nehme ich gern mit. Sofern hier keine Lava von oben auf mich runterkommt. Okay, keine Lava. Gut. Und weiter geht es hier. Haben wir hier, aber da Bruchstein. Baue ich mal hier Bruchstein hin. Damit wir ja nicht vergessen, wo der Weg ist. Okay. Ja. Hätten wir das eigentlich sparen können. Das hier rausreißen hätten wir sparen können. Okay. Dann geht's eben so weiter. Einfach weiter buddeln. Einfach buddeln, buddeln. Einfach buddeln. Nicht brodeln, buddeln. Wir sind ja keine Witch. Also Hexen. Interessante Tour. Und ich habe gerade eine fundamentale Minecraft-Regel gebrochen und schon wieder. Und die besagt, bau dich nicht. Bau niemals den Block unter dir ab. Niemals. Außer du baust den neben dir direkt auch ab. Schon wieder Eisen. Alter, warum gibt's hier so viel Eisen? Ich will kein Eisen. Redstone nehme ich aber gern. Ja, damit. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt wieder dran setzen müssen. Egal. Dann wollen wir uns mal weiter durch die Gegend. Unseren Müll können wir auch anders abladen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt eine neue Quelle an Obsidian. Und hier ist wieder
Rotstein. Pfui, Diorit. Bäh. Diorit brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Zack, zack. Und weiter geht's. Sich einfach straight lang zu buddeln, ist sehr hilfreich. Ich buddel mich jetzt so lange hier entlang, bis ich entweder weitere Dias finde oder bis ich keinen Bock mehr habe. Hier ist Kohle. Okay, das ist keine Kohle. Oh, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer baue ich aber ab. Kupfer brauche ich. Ja, moin. Dann kann ich auch einfach Dings hier weitergehen, aber weiß ich nicht. Lass ich den offen? Nein. Mach ich wieder zu. Ich will ja keine Mobs haben. Auch wenn ich hinter mir wahrscheinlich welche spawnen werden. Und schon wieder Copper. Copper kann man nie genug haben. Das Projekt heißt ja auch nicht ohne Grund Coppercraft. Das heißt, sobald wir in der 1.17 sind und... Ja, ich sage extra 1.17, weil wir dieses Projekt auf 1.17 gestartet haben. Und erst das nächste Survival-Projekt in der guten 1.18 stattfinden wird. Vielleicht warte ich aber auch noch bis Sommer 2022. Muss ich mal schauen, ob ich da bis dahin warte oder ob ich keine Geduld mehr habe. Denn technisch gesehen will ich die 1.18 Features ausprobieren, aber ich möchte auch die 1.19 Features testen. Klar gibt es wieder Snapshots, die ich testen kann. Was haben wir hier schon wieder? Eisenpfui. Eisenpfui. Aber ich möchte, also ich werde die 1.19 Features natürlich testen, ganz klar. Gibt es dann wieder Snapshot-Vorstellungen von mir. Aber ich habe auch so richtig Bock auf ein 1.19 Survival Let's Play. Also Vanilla, wie heißt's? Also mal abgesehen von Optifine. Genau, Optifine habe ich immer drin, weil Optifine gut. Ohne Optifine Minecraft, meh. Minecraft ohne Optifine ist wie, keine Ahnung, Fleisch ohne Bier. Das geht einfach nicht. Fleisch ohne Bier, das geht einfach nicht. Smaragde. Brauchen wir, um mit Dorfbewohnern zu handeln? Ich höre einen Zombie. Der verguckt, ja. Ihr hört diese Viecher leider nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Ach, hier ist eine Cave. Ich buddel mich mal kurz hier raus. Hallo, Mr. Zombie, wollen Sie mir gerade mal helfen? Danke für die XP und für den Rottenflash, was ich gerade nicht habe. Was du mir gerade nicht geben willst. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist irgendwas Sinnvolles? Ja, hier gibt's was Sinnvolles. Meins. Pfui, pfui. Brauche ich alles nicht. Nee, brauche ich alles wirklich nicht. Bin ich zu weit
gehen, aber ich sehe hier gerade noch ein Le-Erz, was ich gerne hätte. Danke. Will ich da jetzt lang? Eigentlich will ich da nicht lang. Gibt es denn hier noch was Gutes? Nein. Aber das ist gut, dass es hier nichts Gutes gibt, denn so können wir unseren Ballast, aka Müll, hier abladen. Das heißt, Diorit weg, Taff weg, das da weg, Gold weg, Kies weg, Andesit weg. Hier brauchen wir einen Block davon, die anderen schmeißen wir fort. Kupfer behalten wir, Smaragde behalten wir. So. Ja doch, ich denke, das dürfte ausreichen, ja. Wir sollten auch nicht zu lange hier sein. Wo haben wir denn da? Lava. Und schon sind die Items weg. Bye, bye. Items. Dann sollten wir jetzt vielleicht wieder zurück nach Hause latschen. Und mit nach Hause meine ich, wir gehen zurück in unsere Mine! Craft. Mine, 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 Mine. Wo? Nein, noch ein Stück. Hier ist Rotten Flash. Rotten Flash können wir gebrauchen. Ein Loch in unserer Decke können wir nicht gebrauchen. Also mache ich es zu. Ja, moin. Da ist schon wieder Gold. Ich will kein Gold. Aber das Redstone nehme ich mit. Da ist ja noch eins. Okay, das war's. Zu. Oh, Lapis. Das Gold schmeiße ich später wieder raus, ich brauche es nämlich nicht. Wäre ich jetzt nicht auf meinem aktuellen, ich sag mal, Baustand, hätte ich jetzt tatsächlich behalten, das Gold, aber ich brauche es tatsächlich nicht. Aus dem Grund werde ich es auch später wieder abbauen. Wegschmeißen. Nicht abbauen, wegschmeißen. So, bullen wir uns mal weiter. Warum sind hier so viele Lavahöhlen? Egal. Le Wassereimer, könntest du mir vielleicht womöglich ein bisschen helfen? Hier ist noch Le Lava. Beziehungsweise... Hier war Le Lava. Hallo, Redstone. Braves Redstone. Dummes Eisen brauche ich nicht. Pfui, weg mit dir. Oh! Smaragde. Die wollen wir. Okay, das war jetzt riskant. Ich nehme hier einfach so eine Wand rein, dass ich weiß, wo es lang geht. Ich meine, ich kann die Wand ja wieder abreißen, sofern Notwendigkeit dazu besteht. So, bauen wir uns weiter hier lang. Fürs Erste zumindest. Redstone! Meins. Alles meins. Meins. Mein Rotstein. So, ich werde das dann alles off-cam oder in der nächsten Folge einsortieren. Muss ich mal gucken.
Wahrscheinlich eher Off-Game. Pfui. Bäh. 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 Wollen wir nicht. Aber das und das. Stopp, das kommt dahin. Das gehört hierhin. Das weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Rotten Flash können wir auch in unserer Farm generieren, also brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das kommt dahin. Ich hätte gern das da. Kann ich zufällig? Ja. Kann ich. Pfui. Weg mit dir. Eigentlich brauchen wir gar keine Firestones. Und den Keys brauchen wir auch nicht. Ich mag diesen Block einfach nicht. Deswegen mache ich die Decke wieder richtig. Das kommt dahin, das gehört dorthin. So, ich buddel mich noch ein Stückchen weiter hier rein und hier haben wir Kohle. Mäh, brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir allerdings. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Okay, hier ist Kupfer. Die Kupferader nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Okay, damit hätten wir die Kupferader mitgenommen. Das brauchen wir also alles nicht mehr. Das heißt weg. Nein, ich habe weg gesagt. Pfui. Kohle brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht. Was ich jetzt brauche, ist Lützerstörer. So, okay, das war's dann mit unserer Tour durch unsere Mine. Deswegen, wir sehen uns gleich daheim wieder. So, wir sind wieder zu Hause und ich habe jetzt die Sachen ohne euch einsortiert. Hier im Ofen schmelze ich noch gerade unsere Items, beziehungsweise unser Copper, aka Kupfer. Ja, das war's eigentlich von dieser Folge, um ehrlich zu sein. Sind hier noch Items, die komplett fertig sind? Ja. Die hier. Dann warten wir noch eben kurz und tun hier mal ein bisschen Landwirtschaft betreiben. So. Ich meine, um unsere Ernte müssen wir uns ja auch schließlich auch kümmern. So. Und natürlich um unsere Carrots. Und nein, ich meine nicht den Hasen. Ich meine Karotten. So. Damit hätten wir auch das geschafft. Dann können wir ja schön aussortieren. Also, brauchen wir nicht. Huch, hier ist ja noch Kupfer drin. Hallo? Hatten wir denn über einen Stack Kupfer? Tatsache. Da fahre ich aber den. Nein. Ja, egal jetzt. Das können wir hier reinschmeißen. Und tschüss. So. Okay, stopp. Weg. Brauche ich nicht. So, was macht unsere Cactus Farm? Produziert die weiterhin Cactus? Ja, tut sie. Brave Cactus Farm. Die brauchen wir jetzt gerade tatsächlich nicht, die Nether Wards. Was macht unsere Beef Farm? Waren die Chunks überhaupt geladen?
Ja, waren sie. Offensichtlich waren sie das. Hallo Bienchen. Summ, 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 Bienchen summ herum. Ich denke mal, ich werde in der nächsten Folge wieder etwas kreativer werden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage frohe Weihnachten und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.